Hallo und herzlich willkommen hier zu unserem Vlog Tag 0. Wir sitzen im Auto und wir haben jetzt schon zwei Stationen von unseren fünf Stationen, die wir heute haben, abgehakt. Und als nächstes geht es jetzt zum Kevin nach Aachen, wo wir dann noch mehr Equipment einladen. Und ich hoffe, dass das alles bei uns hinten ins Auto reinpasst, weil der Wagen ist jetzt aktuell schon echt ziemlich voll. Und wir müssen mal gucken, wie wir das alles dann noch reingepackt kriegen und vielleicht ein bisschen Tetris spielen. So, wir sind angekommen in Aachen und jetzt geht die große Packerei los. In der Hoffnung, dass alles reinpassen wird. Wir werden jetzt erstmal das Auto wieder ausladen und dann wieder alles formschlüssig zusammenpacken. Unfassbar, wir haben alles reinbekommen. Ich bin sprachlos und Kevin kam immer mit neuen Sachen um die Ecke. Mit neuen Cases, die wir irgendwie reinkriegen mussten. Und ein Case mehr und wir hätten wahrscheinlich es nicht geschafft. Also von daher hat das alles gepasst und ich würde sagen, jetzt geht's los, ab nach Frankfurt. Guck mal. Das könnte ich den ganzen Tag machen. So, wir haben gerade noch ein bisschen Happen gegessen, haben uns ein bisschen gestärkt, weil wir sind fast schon kurz vor Frankfurt, noch ungefähr 60 Kilometer oder so. Und dann geht's rein in die Messehalle und dann schauen wir erstmal, wie es da so aussieht, was wir da erleben werden, seht ihr dann später. Auf der Messe und wie man sieht im Hintergrund stehen noch ganz viele Transporter und LKW. Ist der letzte Aufbautag heute und wir laden jetzt auch mal eben noch ein paar Sachen aus dem Auto aus und dann geht es gleich mal rein in die Halle. Ja, wir sind in der Messehalle angekommen. Hier ist natürlich noch reges Treiben. Wir haben gerade noch ein, zwei Sachen beim Laserworld-Stand abgegeben für den Livestream am Donnerstag 15:30 auf der Laserworld-Facebook-Seite. Da könnt ihr auf jeden Fall schon mal einschalten. So, wir warten jetzt noch mal auf die Steffi. Hallo. Hallo. Na? Alles gut? Ja, klar. Seid ihr denn schon fertig mit Aufbauen? Ja. Echt? Komplett. Was? Ja. Auch mal schon mal Licht programmieren? Alles komplett fertig. Was musstet ihr denn da an Licht programmieren? Das habe ich mich gefragt. Ja, weil ihr nur geschrieben habt, ja, wir sind fertig, wir müssen noch Licht programmieren. Und ich denke so, okay. Ja, also ein bisschen verkabeln und dann hier an so ein Color, wie das Ding heißt. Ach so. Ja, und, da übrigens findet ihr einen Videocheck bei uns auf dem Kanal. Genau. Schleichwerbung Ende. Wir haben auch erst gedacht, so, wir warten, bis Jan kommt. Nee. Also ich kann das schon, aber ja, schon ein bisschen länger her. Guten Tag. Hallo Ruben. Du siehst richtig motiviert aus. So motiviert? Ja, natürlich. Ich hatte das ein oder andere Bier. Den ein oder anderen Schnaps. Das ist doch normal. Aber nehmen wir uns eine Uhrzeit. Das stimmt. Wir haben noch nicht 4 Uhr. Nehmen wir mal durch. Also nehmen wir an. Ja, dann trinken wir erstmal gleich ein Besserchen, ne? Ja, mit Koffein. Super. Irgendwo. Vielleicht. Kommt ja ein bisschen rum, oder? So, Ruben, du bist schon voll im Messefieber. Ne? Was hast du denn damit auf sich? Erzähl mal. Ja, wir haben hier so ein. Wie sagt man dazu? Selfie-Rahmen in etwas größer, XXXXXXXL. Ja, extra groß. Ne? Extra groß, so gesehen. Ja. Ziel der ganzen Geschichte ist ganz einfach. Ihr kommt bei uns am Stand vorbei, macht ein Foto mit einem von unseren Teamern, die hier irgendwie, oder Messepersonal, was dabei ist. Und bekommt 10% damit die Möglichkeit, 10% günstiger bei uns einzukaufen und eine bombastische Taschenlampe. Tolle Taschenlampe. Oh mein Gott. Ist das nicht die der Mann? Die ist richtig knallhell. Ja, die ist erstens hell, zweitens kann die auch hier, das ist das Wichtigste, die kann auch. Ja, so also richtig, richtig schön. Das ist nicht der Wahnsinn. Richtig schön genervt. Mit welchem Hashtag? Hashtag ExpandRocksPLS. Okay. Echt einfach zu merken. Super. Ansonsten mich fragen. Ja. Oder Steffi. Oder sonst irgendwer. Benny oder Benny. Ja. Oder Benny. Oder Chico. Oder Chico. Ja. Okay, ja. Kriegen wir hin. Oder Jan. Wir haben diese T-Shirts. Genau, wollte gerade sagen. Oder Kim. Oder sonst irgendwen. Oder irgendjemand anderen. Einfach auch irgendein Besucher, also der hier rumläuft. Auch völlig, ne? Egal, also, eigentlich. Das passt schon. Gut. So, wir haben uns jetzt mal Halle 5 genauer angeschaut und gehen jetzt mal rüber in Halle 3. Schauen mal, wie es da mit dem Aufbau so weitergeht. Und ja, wir rennen jetzt auch ein bisschen hier rum. Das Wetter zeigt sich wieder von seiner besten Seite. Wir haben wieder richtig schöne, super Temperaturen. Schön sonnig. Ich hoffe, das bleibt die nächsten Tage so. Und dann schauen wir mal, wie es in Halle 3 so aussieht. Happy Birthday to you, Marmelade im Schuh. Ja,
herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Auch von der ganzen Community. Ja. Möchtest du noch jemanden grüßen? Deine Mutter oder deine Oma oder? Alle. Alle? Ja, alle da draußen möchte ich grüßen. Ja, ich hoffe, du machst morgen oder in den nächsten Tagen eine schöne Geburtstagsparty. Auf der Messe. Immer. Immer, ne? Immer, ja. Rund um die Uhr. So, wir sind jetzt für heute erstmal durch. Wir fahren jetzt gleich nochmal schön ein bisschen Burger essen. Und dann freuen wir uns auf den morgigen Tag. Hallo. So, wir essen jetzt erstmal ein bisschen was. Und Steffi hat hier so einen coolen Milchshake von Ruben. Gucken, was die anderen so haben. Wasser, Wasser, Alter. Wasser. Und dann da oben in der rechten Ecke doppelt so... Und schon sind sie im... Jetzt kannst du sehen, was wie voll ist. Ja, und dann gehst du wieder hier unten auf Consumer View. Der Aufwand ist vorbei. Ruben ist glücklich mit seinem Burger. Und also immer nur am Film. Den kann man nicht einmal in Ruhe essen. Nein. Und Kramplätze müssen verdichtet werden. So. Ja. Das war das Wort zum Montag. Ruhe beim Essen. Benny konzentriert sich jetzt mal auf seinen Burger und genüsslich er da reinbeißt und ja, wir sehen uns später, aber erst nicht erstmal was. Das war's vom ersten Aufbautag. Wir sind jetzt gerade angekommen in der Wohnung und konfigurieren jetzt noch ein bisschen die Kamera und sprechen nochmal über den morgigen Tag und dann geht's morgen ab auf die Proleitungshallen 2018. Ich freue mich drauf und wie am Ende sage ich Practice and Enjoy.